Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie meine Videorezension für den Myco 4000 Power Tube aufgerufen haben. Es handelt sich hier um ein transportables Akku für den iPod und das iPhone. Ich rezensiere hier die 4000er Version. Es gibt noch eine etwas leistungsschwächere, die 3000er. Gefallen hat mir die Verpackung. Ich bin ein großer Freund von schönen Verpackungen. Hier ist sogar die Klarsichtumhüllung nochmal geschützt durch eine Adhäsionsfolie. Die kann man dann abnehmen. So sieht das Produkt aus, wenn man es bekommt. Die Verpackung ist sehr sicher. An der Seite jeweils so ein bisschen Erklärung noch, was für ein tolles Produkt das natürlich ist. Auf der Rückseite ein paar Erläuterungen, die schon die wesentlichen Funktionen beschreiben sollen. Ja, und dann packe ich den PowerTube aus. Die Umhüllung habe ich nun entfernt und man kann erkennen, dass sich die Firma viel Mühe gegeben hat, auf möglichst geringem Raum möglichst viel unterzubringen. Hier ist etwas drin und dort ist etwas drin. Und zwar befinden sich hier die notwendigen Kabel. Hier oben drin befindet sich das, na komm schon, User Manual, was heutzutage auch nicht mehr üblich ist, ist alles ganz putzig klein eingepackt. Und das User Manual ist sogar in deutscher Sprache enthalten. Auch nicht mehr die Regel. Nun habe ich die einzelnen Bestandteile der Verpackung herausgeholt. Hier haben wir den Hauptdarsteller, den PowerTube. Den öffne ich jetzt mal. Man erkennt sofort den 30-Pin Apple-Anschluss und einen normalen USB-Anschluss. Wir haben eine kleine Samttasche, finde ich ganz gut, um den PowerTube besser transportieren zu können. Die Anleitung, ein USB-Verlängerungskabel und ein Micro-USB-Kabel. Der PowerTube, wie der Name schon sagt, hat eine Kapazität von 4000 mAh. Wenn man hier hinten sich das anschaut, dann sieht man, hier ist eine Schutzhülle drauf. Die entferne ich mal. Und wenn man jetzt hier drauf drückt, hier, dann kann man erkennen, dass der PowerTube hier kurz blau aufleuchtet, blinkt. Das bedeutet, dass der PowerTube voll geladen ist. Je nach unterschiedlicher Ladungsstärke blinken halt unterschiedliche Lichter auf. Blau für Mensch, der ist jetzt auf 100% geladen und rot am Ende dann für jetzt muss langsam mal wieder was Neues kommen. Ich drücke nochmal drauf. Da blinkt es wieder blau. Der PowerTube enthält einen Lithium-Polymer-Akku mit einer Lebensdauer von ca. 500 Ladezyklen. Als nächstes zeige ich, wie mit dem PowerTube das iPhone 4 lädt. Mein iPhone ist jetzt bei ca. 10% Restakkustärke angekommen. Ja, normalerweise hänge ich ihn jetzt immer an die Steckdose. Jetzt werde ich ihn an den PowerTube hängen. Dafür öffnet man den PowerTube. Das ist ein bisschen blöd, man muss ihn umdrehen. Ne, sogar so andersrum. Das gefällt mir nicht so gut. Man muss also den Stecker so hinlegen. So hängt man ihn dann dran. Ja, jetzt habe ich es ausgemacht. Wieder anmachen. Und man sieht, er lädt. Und ja, jetzt will ich mal gucken, wie lange das dauert. Das Laden des iPhones ist jetzt fast beendet. Ich drücke mal hier drauf. Es ist 16.05 Uhr. Wir sind angekommen bei 98% Ladung des Akkus. Man kann damit sehen, dass das PowerTube 4000 ein iPhone 4 einmal komplett laden kann. Was man auch wissen muss ist, die Leuchtdiode hatte, als der Ladezyklus begann, grün geleuchtet. Das bedeutet, das Lade
Volumen lag bei 70%. Selbst damit kann man also ein iPhone 4 immer noch komplett laden. Das iPhone habe ich jetzt entfernt. Der Ladezyklus ist abgeschlossen. Ich drücke jetzt nochmal zu Kontrollzwecken hier auf den Knopf und da kann man sehen, das PowerTube leuchtet orange. Zu meinem großen Erstaunen orange und nicht rot. Orange bedeutet, es hat weniger als 40%, aber noch mehr als 15% Restleistungsvermögen. Ich hatte erst überlegt, ob ich mir die 3000er Version des PowerTubes kaufe. Das habe ich nicht gemacht und die Entscheidung war richtig. Ja, jetzt muss das PowerTube seinerseits natürlich gefüttert werden. Das ist ganz einfach. Hier ist ein USB-Anschluss. Den steckt man entweder an eine normale USB-Schnittstelle am Computer oder aber an ein USB-Netzteil. Laut Anleitung soll das komplette Aufladen ca. 5 Stunden dauern. Dem PowerTube gebe ich 5 Sterne. Das Produkt gefällt mir sehr gut. Ich finde es handlich, ich finde es extrem praktisch, dass ich hierfür kein Kabel mehr brauche, um mein iPhone unterwegs aufzuladen. Das ganze Teil wiegt nur 100 Gramm. Alles in allem ein sehr empfehlenswertes Produkt.